Man denkt jetzt, da ist jetzt ein Beeil-Dich-Antreiber und einer, der nicht mitmachen möchte. Der aber nicht mitmachen möchte, kann auch ein Beeil-Dich-Antreiber sein, der in der Kontodynamik ist. Der hat eine Mutter, die einmal schnell, 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 wir haben keine Zeit oder soziale Umgebung, und der sich angewöhnt hat, so jetzt erstmal langsam. Das Problem ist, dass das eine Kontodynamik ist, weil wenn man dessen Blutdruck misst und dessen physiologische Aktivitäten, ist der im zeigt das gleiche Bild wie beim Beeil dich, nur dass er sich außerdem noch dagegen stemmt und einen doppelten Abrieb hat. Und und das ist dann wichtig, auch diese Kontodynamik zu erkennen, weil dann die Lösung ist, für den beeiligen Menschen zum Beispiel, es geht nicht darum, dass du immer langsam tust, wie es auch falsch war, dass man immer in Hektik oder in Beeilung ist. Es geht darum, dass man den dir gemäßen und der aktuellen Situation und dem notwendigen Prozess gemäße Geschwindigkeit findet. Das ist die Lösung für den beeiligen Antreiber, dass jemand zu sich findet und er kann schnell oder langsam sein. Es ist keine Frage des Okay-Gefühls, sondern eine Frage des Spektrums sinnvoller Geschwindigkeiten. Dann ist jemand in dem Sinn antreiberfrei oder skriptfrei, wenn man das in dem Bezug von T.B. Kehler tut. Ihr könnt das nachlesen. Ihr kriegt ja die Bücher, sofern es ihr noch nicht habt. Also das findet ihr im Coaching-Buch. Ist das, glaube ich, das. Ich habe damit angefangen, weil das so ein eingängiges Konzept ist, dass die Leute weiterlesen. Jetzt. Wir sollten in 3 Minuten Schluss machen. Kopf, ein paar Minuten länger? Okay. Noch ein Konzept, das seine Vorläufer in der Transaktionsanalyse hat, die sich da auskennen, geht es dort um die Engpasstheorie dritter Ordnung, also ein Konflikt zwischen Seinsweisen und Seinsweisen innerhalb der Person, nicht zwischen Tun und Tun oder zwischen Verbot und Strebung. Und mir ist aufgefallen, dass das wirklich unbeachtet bleibt in den meisten beraterischen oder psychotherapeutischen Ansätzen, dass Menschen tatsächlich irrtümliche Identitätsüberzeugungen über sich adoptieren. Das muss ich jetzt ein bisschen historisch begründen, also insofern schon auch nochmal ein psychologisches Konzept. Also jemand, der zum Beispiel dem suggeriert wurde, weil die Mutter depressiv war, Familie desolat, als die Tochter 8 war. Und die Tochter wollte sich aber nicht mit dem Scheiß beschäftigen. Und die wurde dann, du bist ein Unmensch, du bist herzlos. Und dieses Kind, das ja auf in der Frage, wer bin ich, je kleiner und verletzbarer es ist, umso mehr auf die Definition der Umwelt oder auf die eigenen Schlussfolgerungen, so bin ich. Deswegen habe ich immer diese Probleme, deswegen kriege ich immer die Vorwürfe, komme zu einer Überzeugung, so bin ich, auch wenn diese irrtümlich ist. Weil in einer anderen Familie hätte es dieses Problem gar nicht gehabt und wäre nie auf die Idee gekommen, sich als herzlos zu verstehen. Dann gibt man kann sich fragen, warum adoptiert jemand so einen Glaube über sich? Einmal, weil je jünger ein Kind ist, umso größer ist die Definitionsmacht der Umwelt. Man hat dem noch nicht so viel entgegenzusetzen. Speziell in Beziehung zu denen, die wir lieben, die uns wichtig sind. Und in der Transaktionsanalyse nennt man das den Strukturgewinn. Das heißt, wenn es mir schon schlecht geht, dadurch, dass ich jetzt eine Erklärung habe, warum das so ist, habe ich einen Positionsgewinn. Das ist ein gewisser Trost. Aha, ist ja auch kein Wunder. Ich bin ja auch herzlos. Das Problem ist, dass das ein Mensch ist, der, wenn diese Identitätsüberzeugung nicht wirksam in Frage gestellt wird, später ständig versucht, damit umzugehen. Also entweder verhält er sich herzlos, indem er Verhaltensweisen zeigt, die von anderen so erlebt werden und dann irgendwann ihm sagen, du bist aber herzlos, das überrascht ihn gar nicht. Weil diese intuitive Fantasie, aber nicht über eine Wahrheit, sondern über eine falsche Identitätsüberzeugung, nehmen die intuitiv wahr, können sie aber nicht als Falschwahrnehmung identifizieren, sondern reagieren einfach auf das Bild, das sich in ihnen entwickelt, was ein Abbild der hinter dem Bemühen des anderen stehenden Identitätsüberzeugung ist.
Oder er versucht eben das Gegenteil zu beweisen. Er versucht zu zeigen, dass auch ein herzloser Mensch freundlich sein kann. Und er ist freundlich im Sinne von nicht bei sich, wenn er das ist. Oder selbst wenn es gut gelingt, ist er dann halt ein herzloser Mensch, der mal freundlich gewesen ist. Und da ist es, und das hat, das Problem ist nicht auf der Haltungs- oder Verhaltensebene zu lösen, sondern dieses Problem ist nur auf der Veränderung der Identitätszuschreibung, der Selbsterzählung zu lösen. Und dazu hatte ich dann diese metaphorische Arbeit mit dem Passamt erfunden. Also es war damals noch im psychotherapeutischen Bereich, in dem ich gesagt habe, aha, da ist die Eintragung herzlos als unveränderliches Merkmal im Pass. Und das ist einfach eine Fehleintragung. Was ist eigentlich die richtige Eintragung? Und er sagte, etwas vorsichtig, aber warmherzig, sagen wir mal, um jetzt nicht auch ein überschwängliches Gegenteil zu kommen, weil das so im Moment das, die beste Beschreibung der Wesensart ist, die stimmt als Arbeitshypothese. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt vom Amt, also da habe ich Autorität aufgebaut und das geht natürlich auch nur, wenn der andere mir diese Autorität oder einen Talar umgelegt oder wie immer man das dann rituell macht. Und gesagt, ich streiche das jetzt durch und trage die Neueintragung ein, distanziert, aber zugewandt. Und mache einen Stempel drauf, hier ist der Pass zurück. Du kannst dich jetzt weiterhin so verhalten, wie du willst. Du kannst mal ruppig sein, du kannst mal übermäßig fließend entgegenkommen sein. Wenn du ruppig bist, bist du ein Warmherziger, der halt jetzt mal ruppig ist und nicht ein Herzloser, der halt ist, wie er ist, sondern ein bisschen warmherziger, der sich ruppig verhält. Und wenn du zugewandt bist, dann entspricht es deinem Wesen vielleicht noch nicht so kompetent, wie es sein kann, was kein Wunder ist bei der langen Falscheinübung aufgrund deiner falschen Identitätsüberzeugung. Du musst nichts tun. Die Änderung ist nur auf der Ebene der Zuschreibung, die definitorische Ebene. Und das ist eine enorme Erleichterung manchmal für diese Menschen. Und ähnliche Dimensionen spielen auch eine Rolle, wenn wir das machen, was wir die Flyer-Arbeit nennen. Das heißt, wenn ein Mensch sich selbst definiert, als was biete ich mich der Welt an? Und das sind oft dann eben auch Überzeugungen über sich, die überhaupt nicht mehr up-to-date sind. Es gibt Leute, die haben sich längst weiterentwickelt, erzählen aber noch die alten Storys über sich. Also es ist nicht nur wichtig, dass die Menschen sich ändern in Haltung und Verhalten, es ist auch wichtig, dass die Menschen in Selbsterzählung und Erzählung nach außen sich verändern. Also es gibt Leute, die haben sich entwickelt, erzählen aber immer noch den alten Käse über sich. Die müssen sich nicht weiterentwickeln, sondern lernen, den neuen Käse zu erzählen. Und es gibt Leute, die erzählen schon ganz tolle Sachen, die ihnen aber voraus sind, die sind aber, entwickeln sich nicht dorthin und wenn das nicht richtig ankommt, machen sie noch einen schöneren Flyer, anstatt sich zu bewegen, dass den Flyer, den sie schon haben, dass sie den auch ausfüllen, dass es dem anderen glaubhaft ist. Also das sich darstellen und es ausfüllen, dass das auch gut zueinander kommt. Und das ist ganz wichtig, wenn ein Problem in der Nichtstimmigkeit der Selbsterzählung oder in einer problematischen Identitätsüberzeugung liegt, das gibt es auch im geschlechtlichen Bereich, Mann und Frau, da gibt es einen eigenen Aufsatz, Mann sein und Frau sein als seelische Perspektive, auch mit sehr schönen Traumanalysen, findet ihr im Coachingbuch. Wenn auf der Ebene ein Problem ist, ist die durch Verhalten lernen wollen und Haltung lernen wollen, das Problem meist nicht zu lösen. Es kann durchaus auch mal durchschlagen auf die Selbsterzählung, aber viel wichtiger ist, dass wir direkt die Selbsterzählung angehen. Und dazu gehört natürlich auch ein gewisses Klima, dass die andere Seele uns als jemand Wesensschaukompetentes erleben. Wenn der mich so sieht, dann wird was dran sein. Es hat also auch eine segnende Wirkung. Ob ich in der Hinsicht eines Segens sein kann, hat was damit zu tun, ob ich selbst in der Hinsicht im Moment Kraft durch mich fließen lassen kann. Man kann so eine Arbeit nicht machen, wenn man sozusagen nicht den Talar anhat, also mental gesehen. Also man sollte so eine Arbeit, die kann man nicht als oberflächliche Arbeit machen, sondern das ist eine seelsorgerische Arbeit. Und da muss man ein Sensorium dafür haben, ob man in der Lage sozusagen die Weihen auch
von irgendwoher erhält, dass man das auch tun soll. Wenn man es dann aber auch kann, soll man es um Gottes Willen auch tun. Und sich nicht hinter, das darf ich nicht, das ist nicht rollengemäß, das ist kein Kontrakt, der Klient hat nicht danach gefragt, und solchen Beraterideologien sich verstecken und jemandem was schuldig bleiben. Ja, und jetzt habe ich ja schon viel über die Jungsche Psychologie gesagt. Ein wichtiger Begriff der Jungschen Psychologie ist die Individuation, also der lebenslange Weg, um eine der Versionen, die nur ich werden kann, zu werden. Und der Folger, einer unserer Lehrtrainer, hat es offenbar zu einer Gruppe, es stand in einem Protokoll, ich habe es gleich rausgenommen, gesagt, es geht nicht darum, etwas zu werden, es geht darum, jemand zu werden. Und in dem Sinne, es geht darum, der eine zu werden, die eine, die du werden kannst. Da gibt es ja auch die Geschichte von dem Rabbi, der gesagt hat, wenn du eines Tages von lieben Gott trittst, wird er dich nicht fragen, warum du nicht Mutter Teresa oder Helmut Kohl oder sonst wer gewesen bist in deinem Leben, sondern er wird dich fragen, warum du nicht du gewesen bist. Das ist das Gütekriterium. Das heißt, wir sind lebenslang aufgerufen, das eigene zu finden in den Welten. Wobei das eigene jetzt nicht irgendwas ist wie ein Osterei, das wir nur finden müssen, sondern es ist ein ständiges uns bewegen, um zu sagen, so bin ich mehr eigen, so bin ich weniger eigen. Es ist also mehr ein Gütekriterium für eine Richtungsbestimmung, als dass irgendjemand schon wüsste, was das richtige Ergebnis wäre. Also wir bilden in dem Sinn Persönlichkeiten, also Menschen in ihren Rollen, in ihren Welten, durch die hindurch tönt, was ihr eigenes ist. Und das rührt auch unsere Seele. Nicht immer aufs Sympathischste, aber es rührt uns. Das sind die Menschen, die uns bleiben. Ja, und von daher sehe ich generell den Menschen als ein mythisches Wesen, also ein sein bestimmungssuchendes Wesen. Mythos ist die Lebenserzählung, die Selbsterzählung, die Wesenserzählung. Und das will ich jetzt hier nicht ausführen, aber der Wolfram macht es ja mit seinen Karten. Das Daimon- oder Genius-Konzept, also das sind alles Konzepte, die dich fragen, bist du das, was du sein kannst? Bringst du das wirklich in deine Persönlichkeit, in deine Rollen, in deinen Welten rein? Da kannst du dich selbst fragen, wann ist meine Seele ganz dabei? Ist das, weil ich eine übliche Begeisterung habe? Es ist super intensiv und ich merke gar nicht, dass es trotzdem nicht stimmt. Oder ist es, es stimmt, auch wenn es gar nicht so intensiv ist? Oder die Metapher, stell dir vor, James Hillman hat solche Ideen, stell dir vor, der Kosmos ist voller Weltgeister in ihrem Zusammenspiel, deren typischen Dramen in griechischer Mythologie, in Götterdramen oder sonst wie dargestellt werden und reinkarniert sich immer wieder neu. Und dann die Frage, welcher Geist hat sich in dir reinkarniert? Hat den Vorteil, dass du immer sagen kannst, war nicht ich, war mein Daimon. Und man merkt es eben daran, und da sind wir jetzt wieder bei Theatermetapher und vielen anderen Dingen, also die Frage, durch welches Thema wird durch mich lebendig, welche Qualitäten von Wirklichkeit sind die, die durch mich immer wieder neu belebt werden. Und da kann keiner sich selbst genügend Antwort geben, deswegen ist das hier erwähnt. Da haben wir ja ein ganz intensives Element unserer Curricula, sind die Spiegelungsgruppen, in denen wir uns erlauben, die Bilder, die in uns aufsteigen, über den anderen, ihm mitzuteilen in einer wertschätzenden Weise, wohlwissend, dass es natürlich nicht klar ist, was daran bist du und was daran bin ich. Eigentlich ist es immer beides. Und insofern gibt es eben keine Definition von Mensch ohne seine Bezogenheit zur Welt, in der er lebt. Und da sind wir dann, glaube ich, wieder am Anfang. Das will ich jetzt nur mal kurz andeuten, das ist Wolfgang Loos. Also nicht persönlich, wie ihr seht, sondern ein Seelenbild von ihm. Wir haben mal eine Tagung dazu gemacht, Arbeit mit den seelischen Hintergrundbildern. Also wir suchen dann Bilder, die diese besonderen Berufungen dieser Menschen abbilden. Und der hat gesagt, ich weiß nicht, warum andere immer die schicken Projekte haben. Mich zieht es immer dorthin, wo nichts ist. Ich mache immer Wüste urbar. Aber ich
trete kürzer und ich schmettere alles ab, was eigentlich die super Projekte sind. Aber wenn einer kommt und sagt, bei uns ist der Boden trocken und hart und es findet sich keiner, der bereit ist, in Urbach zu machen, da kann ich nicht widerstehen. Naja, und den kennt ihr? Das ist der Zirkusdirektor. Das ist das Bild aus einem Traum einer Teilnehmerin am Institut, die nicht wusste, dass zu meinen Seelenbildern gehört. Der Zirkusdirektor. Und das soll von daher ein kleiner Ausblick sein, dass wir natürlich eine andere Sprache brauchen, wenn wir versuchen, nach diesen mythischen Qualitäten zu fragen. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wenn wir noch bis zu dem Kapitel Arbeit mit seelischen Bildern kommen, dann davon mehr. Und damit wäre jetzt erstmal der Fächer zur Persönlichkeit entfaltet. Und ich lasse ihn offen. Ihr könnt euch noch damit beschäftigen. Und jeder hat eine Kopie davon. Jetzt uns einen guten Appetit.